Moin Moin, Hallihallo und damit recht herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin wie immer der Steven. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier an der Stelle möchte ich ganz klar sagen, Werbung für den Modellbahnhof. Geht um den Jahresausverkauf von Rietze. Da habe ich eine PDF-Datei bekommen mit, wie soll ich es denn sagen, vielen Artikeln, die ausverkauft werden sozusagen, die es dann erstmal nicht geben wird. So habe ich es verstanden. Dementsprechend haben wir es natürlich dann auch bestellt. Und das hier, das ist das Resultat, hat uns dann insgesamt gekostet ungefähr 140 Euro. Ihr könnt gerne mal nachschauen, was das so im Einzelnen kostet. Das zusammenrechnen, ihr werdet sehen, das sind paar Prozent. Jetzt mal die Aufforderung an euch, wenn ihr Interesse habt, noch mal etwas zu bestellen. Das könnt ihr über euren Händler machen. Das gibt so online nicht. Könnt ihr aber gerne über einen Händler machen. Also jetzt zum Beispiel über den Modellbahnhof. Dann schreibt ihr mir einfach. Instagram, Facebook, YouTube, wo auch immer. Instagram, Modellbahnhof Görlitz. Blende ich euch unten oder Nein. einfach eine E-Mail an info@modellbahnhof-görlitz.de müsste es, glaube ich, sein. Auch das blende ich euch noch mal unten ein. Dann kann ich euch gerne diese Liste zuschicken. Vielen habe ich sie schon zugeschickt. Ich muss aber auch ganz klar dazu sagen, das ist nur noch für 2 Wochen. Danach ist Sense. Weil das Zeug muss man dann noch bestellen, dann muss es kommen und ne, ganz klare Sache. Vor Weihnachten soll das alles noch raus. Also ich denke mal bis November. Ende November sollte das dann möglich sein, das Ganze zu bestellen. Das ist jetzt der Einkauf von mir, vom Kevin. Beziehungsweise größtenteils vom Kevin. Ich habe mir oben die Automaten alle bestellt. Das sind 6 Stück Fahrkartenautomaten für meinen Bahnhof und 3 Postkästen. Postkästen, muss ich sagen, fehlen noch 2 Packungen. Die hat Ritze jetzt nicht mitgeschickt, warum auch immer. Haben sie wahrscheinlich übersehen, die werden noch nachgeschickt. Wie gesagt, schreibt, wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr da gerne vorbeischauen. Ich möchte nur noch mal ein bisschen im Detail jetzt drauf eingehen. Also, wie gesagt, ich versuche jetzt mal den Haufen nie einzureißen, wenn ich es abbaue. Hier die Paketcontainer von DHL. Dann passend dazu, ich nehme jetzt nochmal mein Zeug hier runter. Fahrkartenautomaten. Weiß jeder, wie sie aussehen in echt. So sehen sie hier auch ungefähr aus. In der Ritze-Qualität, wie man sie halt kennt. Das sind noch mehr. Dann hier Caddy von Hermes. Ich sag's euch so, wie es ist: umso mehr ihr bestellt, umso mehr Rabatt gibt es. Ne? Ganz klar, wenn ihr jetzt nur einen Caddy bestellt, dann könnt ihr keine 30% Rabatt erwarten. Ne? Sagen wir es einfach mal so, wie es ist. Hermes Caddy. Ganz schön eigentlich. Ist Standard Caddy Modell. Machen wir uns nicht vor. Dann hier Post Elektro Paketwagen. Von Iveco müssten die, glaube ich, sein. Ja, glaube, es ist Iveco. Elektrofahrzeug. Drauf gedruckt. Auch mit Dresden. Gibt es nur in der Ausführung, glaube ich, im Ausverkauf jetzt. Ah, da sind wir schon wieder beim Thema. Geht leicht ab. Also gerade so, wenn man was umbauen will, finde ich Ritze. Ein paar Modelle eignen sich da sehr gut, weil man ohne viel kaputt zu machen eigentlich fast alles auseinanderkriegt. Aber da habe ich noch nie so die Erfahrung gesammelt bezüglich anderer Modelle. Dann hier ein Bus von den Chemnitzer Verkehrs AG. Gelenkbus, ich glaube, das ist ein Mercedes Citaro G, genau. Schön Klimaanlagen, alles gut nachgestellt. Hier muss ich sagen, der Federnbalg sehr schwer. Könnte aber ein bisschen an der Untergrundplatte liegen. Also wenn ihr den eben mal knickt, dann bleibt er halt auch geknickt. Ne? Das ist
beim Modell ganz gut, aber wenn man das umbauen will, ist er relativ schlecht. Ansonsten die gewohnte Ritzequalität, wie gesagt, hier vorne ist nochmal einprogrammiert, Rabenstein Tierpark, hier oben auch. Kann man dann sicherlich, wenn man das Know-how dafür hat, auch beleuchten, denke ich. So sieht es zumindest aus. Dabei sind noch Spiegel. Packe ich jetzt nie raus. Ist wie gesagt Kevins Zeug, hat er sich ausgesucht. Der baut nämlich auch einen Bahnhof noch, den er sich rausgesucht hatte. Ja. Ob es da ein Video zu geben wird, weiß ich nicht. Ich werde es nie machen, weil ist ja sein Bahnhof. So, genau. Das sind die ganzen Sachen. Wie gesagt, ich lege es euch nur noch mal ans Herz, deswegen steht auch hier, stand am Anfang auch oben Werbung da. Wenn ihr was braucht, schreibt mich an. Wir bestellen euch das gerne, wie gesagt, mit auch gewissen Rabatten dann, weil es eben Ausverkauf ist sozusagen. Und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut, euer Steven und ciao.